Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Drogerie mittlerweile viele Schätze hat und mittlerweile so viele Produkte hat, dass man doch gut und gerne mal den Überblick verliert. Dafür bin ich hier. Ich zeige euch heute Drogerieprodukte, die selten hier auf YouTube gezeigt werden, die ich persönlich aber super gut finde. Los geht's. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr freut euch auf eine neue Runde Drogerieprodukte. Diesmal so ein bisschen, ich weiß es noch nicht ganz, sind es unterschätzte Produkte, sind es geheime Drogerieprodukte oder sind es Produkte, die sonst gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen? Ich zeige euch ein paar Favoriten, die euch vielleicht das Leben ein bisschen einfacher machen können. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich brauche definitiv ein bisschen Lippenpflege. Das ist also, ne? Essence, vielen Dank. Ich wollte heute nochmal in die Drogerie fahren und mir noch welche mitnehmen, weil ich dieses Ding in jeder Tasche haben möchte. In jeder Jackentasche, in jeder Handtasche, überall brauche ich diesen Lippenpflegebalm. Der ist einfach so wunderschön. Ich will aber gar nicht über diesen Lippenbalm reden, weil darüber habe ich schon gesprochen. Wir machen erstmal ein bisschen mein Gesicht und dafür habe ich zwei Make-up-Produkte mitgebracht. Nummer eins ist das hier. Das ist ein neues Produkt, deswegen haben wahrscheinlich auch noch nicht so viele drüber gesprochen, Maxim. Ich weiß. Aber der ist sehr, 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 sehr krass. Das ist der Art Deco Fluid Camouflage Concealer. So, ich habe ihn ja jetzt schon eine Weile hier und der ist krass. Also das ist ein Concealer. Der ist sehr deckend und der ist sehr. Nee, nicht sehr, der ist mattierend. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 8. Er ist ein bisschen zu dunkel, um ihn als Concealer zu benutzen, aber um ihn als Foundation-Ersatz zu benutzen, ist er unglaublich gut. Ihr habt ein großes, großes Füßchen. Die sind auch schon online bei DM verfügbar und bei Douglas und überall online auf jeden Fall schon da. Ich weiß nicht, ob die schon in den Filialen sind. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 8. Hier sind 5 Milliliter drin. Das wird dir ewig halten, weil du wirklich kaum was brauchst. Der ist super deckend. Er trocknet recht schnell an. Was ich damit aber super gerne mache, ist, ich gebe einen Spritzer hiervon rein. Nur ein ganz kleines bisschen. Eine Creme. Da kommen wir gleich zu. Darum soll es jetzt aber erstmal nicht gehen. Und ich mache mir daraus wie so eine getönte Tagescreme. Und ich bringe damit jetzt erstmal ein bisschen Leben wieder zurück in mein Gesicht. Der Concealer ist von sich aus recht matt. Also der trocknet sehr schnell runter, der hält extrem gut. Der ist ein bisschen schwerer. Also du darfst ihn wirklich nicht, so wie ich sonst, nur so dieses Dreieck unter den Augen machen, weil er dir sonst in jedes Fältchen kriecht. Wichtig, das tut jeder Concealer. Es ist immer nur eine Frage von, was kann ein Concealer und was kann ein Concealer nicht. Der Concealer ist so deckend, dass ich ihn selbst mit einer Creme zusammengemischt zu einem unglaublich schönen natürlichen Finish machen kann, ohne, und das ist so ein bisschen der Vorteil, ohne Puder zu benutzen. Ich weiß nicht, das ist so krass, ne? Das ist so krass. Hätte mir das jemand vor 2 Jahren gesagt, dass ich mal so Anti-Puder-Puder, also so viel Puder bin oder so ein Puder, ne? So ein Foundation-Puder oder so bin, hätte ich das nicht geglaubt. Das ist unglaublich schön. Du siehst noch so ein bisschen von deiner Haut durch. Es ist aber alles ausgeglichen. Und ich kriege auch oft die Frage, Maxim, ich weiß nicht, welche Farbe der Concealer haben soll. Es gibt so ein paar Regeln. Entweder du hast sehr, sehr dunkle Augenringe, dann würde ich erst mit einem etwas dunkleren Concealer arbeiten unter den Augenringen, dann die Foundation und dann einen etwas helleren punktuell zum Aufhellen wieder. Ich würde aber niemals bei starken Augenringen einen zu hellen Concealer benutzen. Das habe ich früher natürlich auch immer gemacht. Das Problem ist, oder was dadurch entsteht, ist, dass das Blau-Grau durchschimmert und das ist natürlich nicht das, was wir unbedingt haben wollen. Jetzt schaut euch das mal an. Das sieht so natürlich aus. Die Rötungen sind abgedeckt. Es ist nicht so rutschig. Es ist nicht so speckig. Es ist so ein Demi-Matt. So ein Demi-Semi, was auch immer. Keine Ahnung. Jede Woche kommt ein neues Wort raus. Ganz zart, ganz natürlich und so könnte man auch einfach weitermachen. Entweder du machst nochmal mit deinem Make-up weiter oder du lässt es einfach dabei. Ich finde, das sieht super, super schön aus. Der trocknet recht schnell an, ne? Also du hast nicht so viel Zeit, wenn du ihn nicht mit irgendeinem Medium mischst, beispielsweise in der Creme oder im Primer oder so, funktioniert auch sehr, 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 sehr gut zusammengemischt. Hiermit, mit dem Elf Primer. Probiert den wirklich mal aus. Es gibt davon auch eine Foundation, die ist mir persönlich ein Stückchen, für den Alltag zumindest, ein Stückchen zu matt. Die müsste ich ein bisschen mischen. Aber wenn du eine, womit kann man die vergleichen? Ich würde sie fast so ein bisschen parallel setzen mit der Estee Lauder Double Wear Foundation. Das ist die Camo Foundation von Art Deco. Sehr
Sehr deckend, sehr, sehr matt. Aber der Concealer ist für mich so ein Multitasking-Talent, ne? Weil du einfach Concealer halten von der Formulierung her schon einfach deutlich länger als Foundation. Deswegen arbeite ich auch gerne mit Concealern als Foundation. Der einzige Concealer, und das macht mich so traurig, mein absolut liebster Concealer. Ever, ever, ever. Das ist der schönste Concealer, den es jemals gab und wahrscheinlich auch jemals geben wird. Unter den Augen, punktuell als Concealer. Als Foundation versagt er bei mir aber komplett. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Funktioniert nicht. Das ist der einzige Concealer, bei dem es nicht klappt, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil es einfach der schönste Concealer ist. Der Concealer, super, super gut, um ihn als Foundation zu benutzen. Wenn wir schon von dem Natasha Denona High Glam Concealer reden, dann können wir ihn auch gleich auftragen und ich lasse ihn auch wirklich lange, lange antrocknen. Derweil wollte ich hierüber nochmal sprechen. Ich bin ja nicht so die größte Naturkosmetik-Boss, das wissen wir. Ich habe letztes Jahr vieles über Naturkosmetik gelernt, was Make-up angeht, nicht Pflege, Make-up, und habe viele, viele Punkte kennengelernt, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Unter anderem auch das Multicolor Rouge von Alterra. Das ist die, ich glaube, das ist die Rossmann Eigenmarke. Ich habe ihn in der Farbe Rose Shimmer. Der ist sehr, sehr hell, aber das ist so ein Multicolor-Ton. Der hat Schimmer mit drin. Ich arbeite ihn mir auch gut in die Hand ein. Der hat so bläulichen Schimmer. Und wenn du sehr, 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 sehr hell bist, sehr hell bist, ist das die richtige Farbe für dich. Weil wenn die zu gold sind, dann sieht es manchmal aus wie so ein brauner Balken auf der Haut. Das ist ein sehr zarter Ton, der sehr natürlich ist und ganz leicht Bewegung schon mit reingibt. Die Inspiration auf meiner Suche dieses Jahr, ich suche mir ja immer so ein paar Produkte jedes Jahr aus, die ich ein bisschen, wo ich ein paar Alternativen haben möchte, weil sie mir auf den ersten Eindruck sehr gut gefallen haben. Inspiration ist dieser Blush Crush in der Farbe Karamelllatte von Essence gewesen. Dieses Ding wird hundertprozentig in meinen, also Monatsfavoriten, safe, Jahresfavoriten vielleicht auch. Aber, weil das verbindet halt Blush, Bronzer und Highlighter in einem Produkt. Und dann musst du nicht so viel machen. Was ich natürlich auch immer ganz gerne mache, ist, ich probiere meine Foundation mit den Puderprodukten, die ich eh auftrage, zu fixieren. Nicht noch eine Schicht Puder und dann nochmal ein Puderprodukt drüber. Und eine Sache. Ich habe neulich ein Video gesehen. Ich weiß nicht, von wem das war, sonst würde ich ihr sofort den Credit dafür geben. Und sie hatte so recht und ich probiere gerade so ein bisschen was aus. Sie hat ein Video darüber gemacht, dass sie ihre Foundation mit einem trockenen Beauty Blender einblendet. Und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen auf den ersten Eindruck, weil wir predigen seit Jahren gefühlt, nehmt einen feuchten Beauty Blender, nehmt dies, nehmt das, nehmt jenes. Aber sie hat einen wichtigen Punkt gesagt. Eine Foundation ist so perfektioniert auf die Formulierung. Es ist genau im richtigen Verhältnis zu Wasser, zu Ölen, zu Silikon, zu Pigmenten. Und wenn du dann mit einem zu nassen Beauty-Schwamm reingehst, der wirklich schon fast noch trieft, bringst du das Verhältnis der Foundation aus dem Gleichgewicht. Und das war so ein, ja, natürlich bringst du das. Deswegen sieht auch nicht jede Foundation mit einem Pinsel genauso aus wie mit einem Schwamm. Gebt eure Foundation nicht sofort auf. Ich habe es ganz, ganz oft, dass ich manchmal Tage habe, da funktioniert meine liebste Foundation nicht. Gestern war so ein Tag. Ich wollte ein ganz natürliches Make-up machen. Und wollte diese hier benutzen von Chanel. Das ist dieses Water Fresh Ding. Ich sah so schrecklich aus darunter, dass ich es wieder abmachen musste. Und dann dachte ich mir, woran liegt es denn? Was ist da denn los? Dann habe ich es abgemacht, habe es neu raufgemacht. War immer noch Katastrophe. Was habe ich gemacht? Ich habe denselben Pinsel genommen. Ich dachte, vielleicht hat es sich mit dem Primer nicht gut verhalten. Ich habe es wieder abgemacht, habe es neu aufgetragen, aber diesmal mit diesem Schwamm hier. Das ist dieser Miracle Air Sponge von Real Techniques, den muss ich sowieso nicht nass machen. Problem gelöst. Probiert's mal aus, es macht einen großen Unterschied. Die Base ist einmal drauf. Ich gehe jetzt hier einmal nur ganz leicht so ein bisschen über die Stirn und wir kommen weiter zu den eigentlichen Produkten, über die sonst nicht so viel geredet werden. Ich habe gestern einen Vlog gedreht für euch und habe in diesem Vlog meine Morgenroutine gemacht, so ein bisschen mich fertig gemacht, mich rasiert, meine Haare gemacht und habe ein Produkt wie jeden Tag benutzt und dachte mir, ich glaube, ich habe euch das noch nie gezeigt. Das ist Christine S., die gute Christine. Keine Ahnung, wer du bist, aber ich liebe dich. Das gibt's bei DM, das ist so ein ganz, sieht so super fancy aus, sieht aus wie aus so einer super teuren Haarboutique. Diese Pflegeserie. Das ist das Dry Finish. Working, gestern konnte ich es nicht aussprechen, Texture Spray. Also, mein Haarvolumen ist begrenzt.
Ja, es ist begrenzt und ich brauche Produkte, die so ein bisschen Griff bringen. Und das ist genial. Das ist wie so ein Haarspray Schrägstrich Trockenshampoo ohne dieses Trockenshampoo-Ding. Es kommt raus, es riecht unglaublich gut, aber nicht so billig. Na, es gibt ja so diese Trockenshampoos, die riechen einfach nach, weiß ich nicht, Willy Wonka Schokoladenfabrik. Das riecht sehr hochwertig, sehr pudrig. Und das gibt dir diesen. Also ich stelle mir vor, wenn du lange Haare hast, kopfüber reinsprühen, zurück und du siehst aus wie Ariel. Das Ding ist super, super krass und das hält. Das ist teuer. Es kostet, glaube ich, 10 € oder so. Aber dieses Ding, dieses Schätzchen hier, hat mir wirklich das Volumen in die Haare zurückgegeben. Da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Und es hält. Es hält. Ich wasche mir meine Haare fast jeden Tag, jeden zweiten. Deswegen habe ich heute eine Mütze auf. Heute ist Tag Nummer 3 so, ne? Da habe ich dann natürlich viel Volumen und du musst es dann ausbürsten, aber ihr nehmt natürlich auch kein Gel, kein Wachs, kein Volumenpuder, dies, das, jenes, sondern meistens benutzt ihr ja nur ein Haarspray und so. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Also kann ich euch wirklich empfehlen, probiert es mal aus. Genauso wie etwas, was ich recht neu habe. Ich laufe mittlerweile nicht mehr so häufig am Trendtower von Isana vor. Also ich laufe da häufig vorbei dran und schaue da selten rein, weil da jetzt lange Zeit immer dieselben Produkte standen. Und jetzt war ich vor einer Weile wieder bei Rossmann und habe das hier gefunden. Sie haben diese neue Argan-Reihe rausgebracht. Ich habe mir viele Produkte gekauft. Das hat mich am meisten überzeugt. Ich bin ja so eine Ölmaus, ne? Also wenn ich abends aus der Dusche komme, mittlerweile mache ich den Seestern sehr gerne. Jetzt funktioniert die Heizung auch wieder. Ich gehe duschen. Creme mich ein, kommen wir gleich zu, hätte ich vielleicht vorher zeigen sollen. Und dann öle ich mich ein. Und ich drenche mich richtig von oben bis unten in Ölen. Öle ins Gesicht, Öle in die Haare, wenn der Tag 2 oder Tag 3 ist. Ich probiere das immer so ein bisschen abzuteilen. Öle in Mundöl, so ein Mundziehöl. Überall Öl an meinem Körper. Überall. So, und jetzt gibt's das. Und das ist das Arganöl. Argan Body Oil mit Arganöl. Sonst sind verschiedene Öle mit drin, ne? Aber das ist schon sehr, 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 sehr gut. Also es riecht erstmal toll. Arganöl riecht, finde ich, generell immer sehr, sehr gut. Es gibt das, glaube ich, auch als Abschminköl. Das habe ich jetzt aber nicht mitgenommen. Ein ganz zarter, hier ist jetzt die Foundation, ne? Ihr könnt euch damit auch ab. Ne? Es geht auch damit ab. Ein ganz zarter Arganduft. Ich liebe diesen Arganduft. Der riecht so sauber, der riecht so, der riecht, weiß ich nicht, so nach einer Finca in Mallorca. Ne, so ein Sommerurlaub auf der Finca. Ganz toll. Oh, und das finde ich bei dem sehr gut. Es ist nicht so ein Trockenöl. Es ist aber auch nicht so ein glitschiges Öl. Es gibt ja diese Öle, die so, da bist du dann wie so ein Fisch aus, also wie so ein Sardelle aus der Büchse. Manchmal mag ich das, manchmal mag ich das nicht. Meistens mag ich es nicht. Dafür ist das sehr, 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 sehr gut. Trag das auf. Es braucht einen kleinen Moment, um einzuziehen, aber dann ist es eingezogen. Und der Vorteil ist, und deswegen hätte ich das Produkt vorher zeigen sollen, habe ich die hier gefunden. Das ist die Isana Body Lotion mit Panthenol. Pflegekomplex aus Panthenol, Glycerin und Lipiden. Ein Pro, viele Pros und ein Kontra. Die Pros, es zieht super schnell ein. Es ist super pflegend. Es ist parfümfrei. Und guess what? Das ist natürlich auch der absolute Nachteil davon. Diese Lipide und das Panthenol, also Panthenol nicht, aber meistens sind es die Lipide. Das riecht halt immer so ein bisschen, schon fast ein Pieksauer. Nicht so schön. Das ist aber okay. Das zieht so schnell ein und du hast so ein richtig, ich weiß nicht, woran es liegt. Im Moment, wenn ich mich geduscht habe, meine Haut am Rücken spannt so. Ich mache im Moment viel Sport, habe auch schon ein bisschen was verloren an Gewicht. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Das spannt alles so. Und dann creme ich das ein, die zieht super schnell weg. Es riecht nicht so gut. Es ist nicht bei weitem, um Gottes Willen, Freunde, es ist bei weitem nicht so schlimm wie diese Charlotte Tilbury, die Bodylotion von der Charlotte. Da musst du dich wieder abduschen. Die riecht einfach nur nach Andalmanpfeffer, glaube ich. Ganz, 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 ganz unangenehm. Die. Super, ist eine günstige Alternative, würde ich sagen, zu den Mixer-Produkten. Ich bin trotzdem eher bei Mixer, aber die ist gut. Die zieht schnell ein, du hast ein gutes Gefühl, funktioniert halt auch sehr gut als mal eben schnell die Hände eincremen. Ne? Ich weiß, und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe viele Mäuse in meiner Community, die auch so Hände eincremen-affin sind wie ich. Sehr, 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 sehr gut. So, und dann nimmst du das Öl, wenn es eingezogen ist. Weil dann verschließt du das Ganze wieder und dann kann das alles richtig schön in deine Haut eindringen und du hast dieses unglaublich gepflegte Gefühl. Gerade an so trockenen Stellen wie hier, ne? Creme. Was ist
ist das hier eigentlich, ne? Ich finde, Ellenbogen sind auch immer was nicht so Schönes. Eincremen, einziehen lassen und dann das Öl rauf und dann sind diese ganzen trockenen Stellen weg. Oh, reden wir da jetzt drüber? Oh, ich bin ja so ein Anti-Fuß-Mensch, ne? Ich finde Füße ganz, ganz furchtbar. Aber wir müssen darüber reden. Also, kleine Warnung, wir reden jetzt kurz über Füße. Ich zeige euch keine Füße. Vielleicht geht es euch auch so. Es ist sehr persönlich jetzt. Im Winter trage ich natürlich deutlich häufiger Socken als im Sommer. Ich laufe kaum barfuß. Ich habe immer Hausschuhe an oder so Haussöckchen oder so. Hier, ne? Sowas. So, und ich finde, dass die Füße dann super, super trocken werden. Und gerade so an der Ferse sieht das manchmal nicht so schön aus. Ich habe nicht so viel Hornhaut, die ich wegmachen muss. Ich habe aber super, super trockene Füße, gerade hinten an der Ferse. So, und ich habe neulich etwas gemacht, einfach weil ich hatte Fakten auf dem Tisch, ich hatte Langeweile. Es war mein Beauty-Sonntag und ich hatte aber am Samstag schon meinen Beauty-Sonntag gemacht. Und dann saß ich Sonntag da und dachte mir so, was machst du denn jetzt? So, also was habe ich gemacht? Ich habe dieses Produkt von The Ordinary genommen. Dieses Glycolic Acid Toner Ding. Im Gesicht benutze ich das nicht, weil ich einfach mittlerweile sehr viel mit Retinol arbeite. Sehr viel mit anderen Actives. Deswegen benutze ich das nicht mehr in meinem Gesicht. So, Freunde, aber was passiert denn? Was macht denn das Produkt? Es entfernt diese toten Hautschüppchen. Ein Wattepad. Es gibt ja diese Maxi-Pads. Tränken mit diesem Glycolic Acid auf die Ferse. Lasse 10 Minuten drauf. Vorm Duschen. Meine Füße sehen aus, als wäre ich 7 wieder. Babyweich. Babyweich. Eincreme danach, Öl drauf. Freunde, probiert das aus. Wenn ihr dieses Ding zu Hause habt, und eigentlich hat es jeder mittlerweile zu Hause. Wirklich, alle haben das. Und wenn nicht, es kostet nicht viel. Da kannst du 400, da kannst du, weiß ich nicht, 1000 Füßler eine Pediküre mitmachen. Großartig. Probiert es wirklich mal aus, ohne dass es weh tut. Im Gesicht, manchmal kann es ein bisschen zu stark sein an den Füßen. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich habe gefühlt kein Gefühl an der Ferse. Probiert es wirklich mal aus. Ganz, 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 ganz toll. Darüber wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht reden. Ich habe nämlich noch das hier. Das ist ein Color Gloss. Ich habe das euch neulich in dem Haul gezeigt. Das soll eine Alternative zu, ich glaube, dem von, keine Ahnung, zu irgendeinem anderen Color Gloss. Ich bin nicht so die Harmos, das wisst ihr. So. Ich habe das gekauft und dachte mir, okay, es gibt nur so einen Schein. Ich dachte, es ist so ein bisschen was eher für die Farbe, für den Glanz der Haare. Nee, aber das ist toll. Also, ich finde die Farbe des Brauns hier, die dann dabei rauskommt, nicht so optimal, weil sie sehr, 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 sehr warm ist. Es ist ein sehr warmes Braun. Hier steht zwar auch warmes Braun drauf, aber es ist ein wirklich warmes Braun, schon fast so ein Rotbraun. Aber was ich damit mache, ist, wenn ich eine Haarmaske reinmache, ich mache mir so ein bisschen was davon mit rein. Das ist so eine ganz, ganz dunkle braune Flüssigkeit, super konzentriert. Ihr müsst Handschuhe anziehen, ne? Sonst habt ihr wirklich, das sieht aus, als hättet ihr in der Erde gebuddelt. Aber das gibt einen wunderschönen Glanz, der in 6 Haarwäschen, würde ich sagen, hält ja, und so einen Hauch an Farbe zurück. Ihr könnt das auch natürlich so als Kur machen. Dann ist es sehr, sehr intensiv. Es wäscht sich natürlich wieder raus. Aber gerade wenn ihr mal so einen Boost haben wollt, so einen Farbboost haben wollt, für das Geld wirklich, wirklich gut. Vorsicht an der Kopfhaut. Die meisten werden das eh in die Längen machen. Ich habe nicht so viel Längen. Deswegen ist bei mir meine Kopfhaut dann natürlich auch ein bisschen warmes Braun. Aber ganz, 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 ganz toll. Und für, ich glaube, es hat 3,99 Euro gekostet. Chapeau. Eine kleine Parfum-Empfehlung ist mir gerade hier zufälligerweise noch in die Hand geflogen. Und zwar das hier. Vanilla Vibration von Zara. Hat absolut gar nichts mit der Drogerie zu tun, aber es ist im Drogeriepreis. 12,95 Euro. Das ist ein ganz warmer Duft. Ein ganz, ganz warmer Duft. Im Sommer wäre mir der sogar schon zu schwer. Würzig. Bisschen Kardamom. Ein bisschen Tonkabohne. Und dann kommt dieses warme Vanille. Am Ende des Tages, so nach 4 Stunden ungefähr, riecht es dann nicht mehr so doll würzig, sondern es riecht so ein bisschen nach Vanillezucker. Aber sehr warm und schwer. Ein ganz, ganz toller Duft, 12,95 Euro. Die Zara Parfum ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Hat mir gut gefallen, wollte ich jetzt hier einfach nochmal mit reinnehmen. Und Freunde, ich habe über 10.000 andere Produkte gesprochen, als über die ich eigentlich sprechen wollte. Aber manchmal sind solche Videos vielleicht gar nicht so schlecht, um einfach nochmal was Neues kennenzulernen. Ich bin super gespannt, welche Drogeriefavoriten ihr habt, über die vielleicht nicht ganz so häufig geredet werden. Schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.